Oi, da, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Und heute werde ich ein bisschen über diese Yugi Legendary Dex Box Set Ding reden. Wir haben dazu vor kurzem ein Opening gemacht. Link ist unten in der Beschreibung, könnt ihr nochmal abchecken. Ansonsten quatsche ich heute ein bisschen drüber, weil ein bisschen verrückte Sachen damit passiert sind. Also, die Box hat eigentlich ziemlich interessante Sachen drin: Götterkarten, Exodia und noch viel mehr. Und der Preis der Box ist momentan 30 Euro aufwärts, manchmal sogar schon 50. Also auf Market hier zum Beispiel findet ihr die ab 30 Euro, plus Versand dann halt natürlich noch, was eigentlich ziemlich viel ist, weil das eine relativ große Box ist. Und im Shop, also zum Beispiel bei uns im Funtainment, gibt es die ab 35, glaube ich, oder 33,90 oder sowas, irgendwie so in den Dreh herum. Was eigentlich nicht so erwähnenswert wäre oder überraschend oder sowas, also Preis-Leistung ist es eigentlich 30 Euro wert. Nur im Vorverkauf war das Ding 17,45 Euro wert. Also ich habe zum Beispiel meine für 17,45 gekauft, was halt im Nachhinein ziemlich krass ist. Und deswegen reden wir auch drüber heute. Und die Box ist halt irgendwie so gut angekommen, so gehypt worden, so viel Nachfrage, dass halt der Preis gestiegen ist. Und so wie ich es gehört habe, die Händler nicht mal alle Bestellungen erfüllen konnten, weil eben nicht genug da waren. Kann aber auch sein, dass mein Händler mir Müll erzählt hat, weil er gesehen hat, dass wie beliebt die sind und wie hart die gestiegen sind, dass er mir nur einen Teil meiner Bestellung gegeben hat und dann gelabert hat und dann den Rest für sich behalten hat und dann teurer verkauft hat. Wer weiß. Aber ich habe auf jeden Fall trotzdem noch genug bekommen. Jetzt gebe ich euch einen kleinen Überblick, was alles da drin ist und wie viel die Box eigentlich wert ist. Da haben wir halt als erstes die Götterkarten: Slifer, Obelisk und Ra. Die sind immer beliebt und einen Zehner kriegst du auf jeden Fall für die, was schon mal mehr als 50% ist von dem, was ich ausgegeben habe. Dann ist da auch noch drin die Exodia, komplett Ultra Rare, 5 Teile. Kann man auch locker einen Zehner verlangen. Und allein durch diese zwei Sachen habe ich schon Plus gemacht. Dann sind da noch so drei Promos drin: Elektromagnetische Schildkröte, geht 2,50. Dann dunkle Erneuerung, geht 1,75, sagen wir 1,50. Und dunkle Illusion geht 1 Euro. Könnt ihr euch zusammenrechnen, nochmal ca. 3 Euro plus. Dann haben wir das dunkle Magiermädchen, immer beliebt, 2 Euro. Und den schwarzen Magier in Rot, auch beliebt für 1 Euro. Und dann den dunklen Magier des Chaos mit neuem Errata, auch 2 Euro, bisschen weniger 2 Euro. Aber können wir mal aufrunden. Bei den anderen haben wir ja abgerundet. Und BLS Common, 2 Euro. Also ihr seht schon, das häuft sich zusammen. Dann sind da auch noch drin dreimal Mirror Force. Die Ultra Rare für 2 Euro und die Common jeweils 1 Euro, also nochmal plus 4 Euro, nur durch Mirror Force. Dann haben wir auch noch drin den Dark Paladin, Fusion-Typen da. Geht ein bisschen mehr als 1 Euro, sagen wir einfach 1 Euro für den. Und komischerweise Marshmallow, geht auch 1 Euro. Keine Ahnung, wer den kauft, aber der wird verkauft. Und dann haben wir auch noch Goldsackofuck, auch jeweils 1 Euro das Stück. Also wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, sind wir bei 41 Euro. Von meinen 17 Euro, die ich ursprünglich ausgegeben habe, 17,45. Mit Versand, sagen wir 19 oder so, sind das 22 Euro plus. Noch minus Gebühren und sowas. Und dann sagen wir mal plus 15 Euro Gewinn pro Box. Was halt richtig krass ist. Und wie gesagt, die Boxen gehen zurzeit noch 30 Euro. Und ihr seht, 41 Euro ist die eigentlich wert. Man sagt ja immer, mit Yu-Gi-Oh! Produkten kann man nie plus machen. Also da ist nie mehr drin, als man ausgegeben hat, aber hier auf jeden Fall richtig krasses Produkt. Vor allem, wenn man es noch für den Vorverkaufspreis von 17 Euro bekommen hat. Ich habe gehört, manche verkaufen es auch noch für 20, falls man das findet, richtig krass. Also mein Tipp, schaut durch die Gegend bei irgendeinem Läden oder so, falls die das irgendwie haben. Es gibt auch noch diese Token-Promo-Dinger, die habe ich noch nicht mitgerechnet, aber die haben sich bisher auch noch nicht verkauft, also ich bin noch auf den hängen geblieben. Und dann natürlich die ganzen Commons kann man auch noch irgendwie wieder verwerten und dann nochmal ein bisschen Plus schieben. Also das lohnt sich auf jeden Fall, das Ding. Also richtig krass lohnt sich das Ding. Also für alle, die sich noch überlegt haben, ob sie sich das kaufen sollen, kauft es euch, falls ihr den richtigen Preis findet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mal ein bisschen was über Preise und so gelabert. Das interessiert eigentlich ganz viele immer. Da werde ich öfters danach gefragt. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt uns gerne in den Videos ab. Und checkt unsere Sponsoren ab. Die haben die Karten auch auf Lager. Schaut dort vorbei, wenn ihr nur einzelne davon braucht. Ansonsten leidet nicht, falls ihr keine mehr bekommt.